Willkommen! Guten Abend, gute Nacht, guten Tag oder guten Morgen oder weiß der Geier, wann du dieses Video jetzt gerade schaust. Wir haben ganz tief in unsere Spielekiste gegriffen und haben die kleinste, mieseste, stachelige Kugel rausgekramt, die wir finden konnten, und zwar Summer of 58. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, um was es geht. Benny hatte nur mal kurz angedeutet, es geht irgendwie um Waisenhaus, Ferienlager und so ein Schlabatsch irgendwie. Und Gott sei Dank bin ich auch diesmal in der Schmetterlingsgruppe nicht alleine, sondern in meiner Gruppe ist noch mit seinem Namen in der Unterwäsche eingenäht. Mit Bravo-Aufklebern auf der Tischtenniskelle. Benny! Hallöchen! Hey! So, und dann wollen wir jetzt gar nicht groß mal rumlappen hier. Dann sagen wir New Game. Nein! Kennst du die Butze? Oh, nee. Nein! Nein! Das ist ein Locked Up! Das ist Locked Up! Oh Gott, ja. Mit Hasi! Der Hasi! Bastardo! So, Leute, wer diese Bude noch nicht kennt, diese fürchterliche Gammelbutze irgendwie, ploppt jetzt gleich mal oben was auf. Guckt's euch aber nach dem Video erst an. Aber guckt's euch an. Es ist übel. Oh ja. Oh nein. Wisst ihr, wo das her ist? Find yourself. Find yourself. Find yourself, nein. Oh, Mutti Schlafzimmer. Oh, ja. Scheiße. Okay, vielleicht kann ich Benny kurz mal einen kleinen Shortcut davon geben. Wir sind auf der Suche nach paranormalen Aktivitäten. Zuerst waren wir in Locked Up, in dem Haus. Und als zweites waren wir bei Find Yourself, bei Mami. Und jetzt sind wir in einem anderen Haus, was eigentlich ein Waisenhaus sein soll. Oder ein Ferienlager, eins von beiden. Ein Camp. Need ein to Camp. Explore the Camp. Ui. So, das ist wahrscheinlich Camp Crystal Lake. Oh Gott. Okay. Ah, wir können die Brille wegmachen. Das ist natürlich gut. Gucken wir da erstmal. Fadi muss auf Klo. So, mach mal weg hier. Okay. Streichholz, kann man die nehmen? So, kann ich crouchen? Ja, kann crouchen. Ah, die klassischen Sachen wieder. Oh, hier Kippchen, hör mal hier. Guck oh, mal schön hier. Oh, warte mal, ein Feuerzeug. Hier liegt ein Feuerzeug. Oh, yes. Sehr gut. Okay. Ja, das Feuerzeug ist fast leer. I can't always... What? I can't always use it? Ist hey, was haben wir hier noch? Ein Zettelchen. Oh, kyrillische Buchstaben. I can't read what it says. I need to get my Russian-English dictionary. Ah, okay. Also brauchen wir erstmal unser Wörterbüchlein. So, ich versuche mal ganz kurz hier vorne nochmal die Bretter wegzumachen. Ja. No, geht nicht. Oh, was ist denn das hier? Ah! Ah, the Dictionary. Sehr schön. Oh, was ist das? Ein Föhn? Ah, nee, eine Kamera. Sehr schön. Oh nein. Gott. Nein, bitte mir. Bitte. Oh nein. Da kriege ich so ein bisschen Outlast-Flashbacks. Ja. So, dann werden wir mal kurz hier einen Blick auf den Zettel werfen. Weil wir sind ja natürlich investigativ hier unterwegs. Es gibt Legenden, dass es in der Nähe dieses Lagers ein Waisenhaus gab. Und dort lebte ein seltsames Mädchen, das Angst vor Wasser hatte, sich nicht wusch und nicht zum Fluss ging. Eines Tages beschlossen die älteren Mädchen, sie auszulachen, fesselten ihre Hände und gossen Wasser über sie. Sie hatten große Angst und liefen weg. Sie konnten sie viele Tage lang nicht finden und dachten, dass sie tot sei. Aber eines Nachts kam sie in ihrem Pyjama zurück, ganz nass, und tötete alle, die sie schikanierten. Seitdem erscheint ihr Geist bei Vollmond im Badezimmer. Super! So. Kinder sind manchmal... Kinder...
Kinder sind echt, echt schlimm. Ja, Kinder können grausam sein. Schnurren die, können eine Katze. Zart. Okay, irgendjemand füttert die Katzen hier. Oh. Oh, ja, kein russisches Ferienlager ohne russische Gasmaske. Krass. Ach, da oben ist er. Oh, guck mal hier. Oh, ich guck mal. Vor mich jetzt. Katzen sind übrigens, sagt man, ne, vertreiben ja Geister. So sagt ja? Man. Ja? Ja. Oh, warte mal, was haben wir hier? Wir haben noch einen Zettel. I was scared and I didn't know it would end there. I trust her, my friend Anna. I'm sorry for not being able to stop this. Wie schalte ich denn hier die Kamera um? F. Ah, F, du alter Fuchs. Benny, du alter Fuchs. Mit F machen wir die Night Visions on, irgendwie. Okay. Was ist das denn da unten? Geh mal kurz nochmal. Was ist das denn für eine Puppe? Die Schakaspille. Sieht aus wieder wie so eine Art Hase, wa? Die haben das ja auch, MK Games und Hasen? Das ist... gehört dazu. Jetzt knarzt und knitscht dir sehr viel. Ja. Die Atmosphäre ist mal wieder mega. Hinter dir ist jemand langgerannt. Echt? Oder? Ist das jetzt so ein Ding, was jetzt hier nur in diesen... Hasi! Oh! War Hasi nicht vorhin noch da hinten? Der stand doch vorher nicht da, oder? Beim ersten Mal, wo wir jetzt da reingegangen sind. Glaube nicht. Ich wollte mich gerade sagen, lass uns doch mal gucken, wegen wir wissen. Wer ist wirklich. Ah, Hasi liegt doch nicht mehr da. What? Aber ich habe auch hinten gesehen, gibt's einen Stromschalter da hinten links in der Ecke. Okay. Ey, nicht das Kätzchen. Na, sag mal, was ist denn da hinten los? I will be dark soon. Okay, need to look for candles. Okay, wir suchen Kerzen, weil es wird bald dunkel. Crouchen. Das können wir, das machen wir. Jetzt haben wir ein paar Kerzen. Nein, Silent Hill mäßig. These candles will be useful when nights fall. Das Hase. Okay, wir haben jetzt Silent Hill ähnliche Zustände hier. Okay, wo können wir jetzt denn, wo sollen wir jetzt die Kerzen aufbauen? Eck. Lass uns mal überraschen. Ich denke mal, wir müssen erstmal warten, bis es duster wird. So, Hasi ist wieder weg, hier Rand. Okay. War er wieder hier? Da ist er. Was ist denn mit dem Hasi los, ey? Oh, nee. Was ist nur mit Hasi, Alter? Ja, und tatsächlich ist das schon wieder das gleiche oder ein ähnliches Prinzip wie Locked Up, ne? Man hat nicht viel Räumlichkeiten und... Ja. Aha, okay, da hat er es jetzt hingestellt. Okay. Und wie machen wir sie an? Wir haben noch... Achso, wir haben ja das Feuerzeug noch, ne? Stimmt. Ja, aber ich kann dir nicht sagen, wie wir es benutzen sollen. The fuse is blown. There's no light in the building. Okay. Weiß nicht, können wir die Kerzen... Warte, was war das? Ah! Unser Schlafsack. Schlafsack, okay. Können wir hier uns unser... Oh, machen wir uns muckelig. Done. Need to prepare for the night. Okay. 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 Ja! Eins. Scheiße. Ach, schön. Was war das? Hast du es gehört? Nein, und ich habe die Kamera nicht mehr. Die Kamera steht jetzt hier bloß. Oh nein! Ja, aber die kannst du bestimmt nehmen, oder? Kannst du die nicht... Nimm sie! Und mach sie an. Was ist denn hier los? Oh, fuck. Okay. Toter Vogel? Vogel? Mehrere tote Vögel, das war der Hasi. Das ist ein Foto. Oh Gott. Oh Gott. Es ist einfach, oh Gott. Mach das weg. It's creepy, ja, ja. Oh, mein schönstes Sommererlebnis. Oh, das okay. Ist ganz fürchterlich.
Ich hab jetzt auch totale Outlast-Flashbacks. Hallo? Dass du auch da nichts sehen kannst. Hasi hängt wieder hier auf Feld 8. Alles gut. Wenn Hasi einfach nur hängt, ist so okay. Okay. So, die Frage ist, haben wir jetzt Vollmond? Ist der Geist jetzt irgendwie... Ja, was ist denn hier? Hallo? Was? Ein Fenster. Oh, ein Fenster. Oh, ist das mies. Ist das okay. Mies, ey. Also. Was passiert denn jetzt hier alles? Ist auch wieder so richtig schön... Alles auf einmal. Ja, letztendlich ist es halt wieder... Kannst du die Bretter da an der Seite da eigentlich abnehmen? Nee, ne? Also nee, nicht da, sondern von der Tür? Hier von der Tür? Links? Nee. Glaube nicht, nee. Hab ich schon gerade mal probiert. Das okay. Geht nicht. What? Achso, unser Übersetzungsbuch, okay. Hat das alles wieder weggepackt? Wir haben ja geschlafen. Also dann hat das... Ach so, ja, ist ein ordentlicher. Ja, ist ein ordentlicher. Mit Wecker und Wasser, na schön. Aber wir wollen ja paranormale Aktivitäten, wollen wir ja hier feststellen, ne? Also... Ist ja unsere Aufgabe. Richtig. So, jetzt können wir natürlich halt noch warten irgendwie. Oder was sollen wir tun? Weiß ich nicht. Also was wir können, ist auf jeden Fall die Atmosphäre schaffen. Ja. Hasi, was sagst du dazu? Warum steht denn der jetzt auf einmal wieder da? Hasi beschützt uns. Nee, Hasi beschützt uns ganz bestimmt nicht. Hasi ist unser Freund. Und die Tür ist so. Hat die Tür zugemacht. Kannst du die Tür aufmachen? Hasi ist weg. Hasi ist weg? Was? Was war das gerade? Oh Mann! Hasi? Wo ist Hasi? Ach, die Tür ist auf, ja. Kannst du jetzt die anderen Bretter wegnehmen? Keine Ahnung. Nee, immer noch nicht? Nee. Okay. Oh! Was war denn das gerade? Ich hab keine Ahnung. Die Bretter sind weg. Alles klar, die Bretter sind weg. Die Tür ist wieder auf. Okay, cool. Nicht cool. Hallo, Kleine. Ist das Anna oder... Nee, ist das... Das ist Jakob oder Jok? Die hat jetzt nicht echt das Licht... Oh. Ich glaube, wir haben ein Ding über die Birne gekriegt. Oh mein Gott, my head. Okay, hast du recht. Ey, wo sind wir denn? Wir sind in einem anderen Raum. Die Bretter sind tatsächlich weg. I need to find my video camera. Oh, damn. Oh no. What a night. Oh Gott. Ja! Oh, Brennball! Noch freuen sie alle. Naja, holen alle. So, okay. Also wir müssen unsere Kamera finden. Hey, Taube. Na? Kleine fliegende Ratte. So, hier hinten liegt noch ein Zettel. Ach, wir brauchen unser... Okay. Das ist natürlich, also wie, was, na sag mal, was ist denn das jetzt? Die Kamera hat sie ja auch weggenommen, wa? Ja, alles, everything is gone. So, gehen wir erstmal hier vorne in den Raum, vielleicht. Mal Videokamera. What is it? Das ist auch unser, ja, unser... I can't read what I say. Unser Büchlein liegt auch da rechts neben, genau. You are not welcome here. Welcome here. Ja, das bedarf, glaube ich, keiner Übersetzung weiter. Wer hechelt hier so rum? Sind wir das? Nee. Jemand? Weiß ich nicht. Kommt aus der Toilette. Mann, Alter, das scheppert hier aber auch wieder was zusammen. Oh, was liegt denn da rum? Ich weiß nicht, irgendwer summt auch hier im Hintergrund. Oh. Wie
Tipps sind, was wir tun sollten. So. Spielzeit ist vorbei. Holy shit. Need to look this room. Ja. Ich würde einfach verschwinden. Oh, ja, schöne Propaganda. Sie singt aus dieser Ecke. Das ist der tote Vogel vielleicht. Ist sie sicher, dass es aus der Ecke kommt? Also. Und nicht oder Raum? Aus dem Flur, ne? Ja, 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 ja. Die Leiterin des Pionierlagers, Junost, Maria Anatoljewna A., verschwand wie die übrigen Mitarbeiter des Lagers. Maria hatte sie zuvor von 1944 bis 1950 in einem Waisenhaus um Kinder gekümmert. Sie war eine Betreuerin, die sich nur der Arbeit widmete. Disziplin war für sie das Wichtigste. Deshalb vertrauten ihr die Eltern ihre Kinder an. Okay. So, hier können wir vielleicht mal rantatschen. Was ist denn das überhaupt? Eine halbe Rehhälfte oder was liegt hier rum? Wie sieht denn das hier aus? Also das sieht mir hier nicht nach Disziplin aus. Hat sie, finde ich, nicht gut durchgegriffen. Nee. I haven't finished look around the room. Okay, alles klar. Wir müssen tatsächlich erstmal hier alles abklappern. Okay. Ja, wir haben hier noch, hier unten haben wir noch eine... Guys, you bring what fire leads to fire. Oh, ein paar Bulbs. Wühle. I take the box with me. There's something's going wrong at night. I'll use... irgendwas. Wenn irgendwas schief geht, nachts irgendwie kann ich die benutzen. Need to take the box to the sleeping bag. Ja! Ihr sollt doch nicht auf den Flur rennen, hat gesagt. Scheiße, ey. Gott, scheiße. Aha. Okay. Na, wo ist er denn hin? Na, ich musste ganz doll groß. Deswegen. So, okay, ich würde mir ganz gerne hier hin. Da habe ich noch, glaube ich, ein Foto gesehen auf dem Bett. Vielleicht kann man das noch ansehen. Ja. Das wow. Ist ein schönes Klettergerüst. / Zaun. Je nachdem. Also. Ich glaube, wir hatten auch damals mal so ein wirklich hässlich angestrichenes Klettergerüst. Okay. Aber, das war schön. Man hat viel Spaß drauf gehabt irgendwie. War jetzt nicht das Schönste und man brauchte definitiv auch recht häufig immer eine Tetanusimpfung, aber man hat viele schöne Erinnerungen daran. Kennt ihr bestimmt auch. Alle. Need to insert the fuse. Ah, wir haben eine Fuse in der Box gehabt, soweit ich weiß. Take the fuse. Jetzt können wir turn on the light. Turn on the light. Nein, im Raum da. Ah, guck. Es werde Licht. Ah, wie schön. Weiß ich nicht, ob das so schön ist. Das ist wirklich schrecklich. Schrecklich. So, lesen wir erstmal diese Nachricht hier hinten. Spät in der Nacht, wenn die Menschen einschlafen, kein Bedürfnis nach Spaß und kein Bedürfnis nach Blödsinn haben. Und die Glocken sind leer und die Augen sind voller Bitterkeit. Die Leute am Hof wissen nicht, was der Spaß für den Trottel bedeutet. Der Trottel beschließt, dass genug ist genug. Und in dieser Nacht vergiftet er in einem tristen Anzug den Hof und den König. Ich bin im Herzen traurig, aber der Plan ist nicht gescheitert. Der Trottel wird für dich keinen Spaß mehr machen. Okay. Also irgendjemand wollte den König... Tja, das, ja. Es ist natürlich, da muss ich jetzt mal ein bisschen ja, Nachsicht bitten irgendwie. Wir sind halt nicht die ultra fittesten im Englisch, weil wir sind halt einfach too old for this shit. Und ja, tatsächlich, sobald es denn hier an Gedichte oder so geht, ja, sorry. Also, ich bin da leider nicht gut genug. Benny kann es Gott sei Dank ein bisschen besser irgendwie. Wenn ihr da lieber nochmal wissen wollt, oder letztendlich werdet ihr wahrscheinlich am besten wissen, was da steht. Irgendwie werdet denken, Alter, ey, nein, das steht da nicht, das und das steht da. Ihr Deppen. Oh, okay, mal hier, Alpha. Ja, tatsächlich okay. So sein, aber da sind die klassischen, so hier mit Pioniertuch. So. Stimmt. So. Das kommt mir sehr bekannt vor. Alles, ja. So, tatsächlich ist ja halt letztendlich müssen wir einfach nur die Räume ablaufen, um Dinge zu triggern.
ne? Also wir werden wahrscheinlich so ein, zwei Schlüsselelemente finden. Mhm. Aber größtenteils, denke ich mal, müssen wir einfach nur von A nach B ständig laufen. Ja, was mich jetzt gerade noch irritiert hat, war ja, die Melodie kam ja von da hinten links. Also hinten in der Ecke, wo wir gar nicht hinkommen. Genau, da, da und jetzt rechts da. Und da kam irgendwo eine Melodie her. Okay. Ja, der dann vielleicht aufgehört. Vielleicht doch aus dem Spind, ne? Ja, das kann auch sein, stimmt. Von Anton. Was war das denn jetzt schon wieder? War da schon wieder jemand im Badezimmer? Ist da schon wieder einer im Badezimmer? Ohne Maleraugen aus der Eltern? Da. Der gibt ja keine 5 Punkte. Für den Stuben aufräumen. I need to go to bed. Aha. I'll be dark soon. Okay. Nicht Eier, sondern it. It'll be dark soon. Oh, okay, alles klar. Er ist immer noch nicht ins Bett gegangen. Wieder mal ins Bett. Junge. Leg dich hin. Musst du die Kamera vielleicht erstmal da hinstellen? Nein, echt jetzt. Wieso nicht? Muss ich wirklich alles absetteln hier? Ja, wollt ihr jetzt nicht, dass wir jetzt ins Bett gehen? Also, Eigentlich schon, Mama F. Also, Mama die Dings aus. Vielleicht geht er jetzt ins Bett. Ah. Aha. Night 2. The clock stopped. At 3:07 a.m. Es ist ganz schön früh. Kurz vor 5:05, hör mal. Das ist hier. Jetzt könnte man natürlich mal probieren, ob wir jetzt die Barbs mitnehmen könnten. Ja. Nee, noch nicht. Aber dann nimm doch erstmal die Cam. Leg mal die Cam. So. Okay, jemand hat freundlicherweise da vorne die Türen wieder zugemacht. Das ist ganz lieb. Beide Türen. Ja, wie es sich gehört. Ordnung. Und Disziplin. Ja. Haben wir auf hier. Dankeschön. Was ist denn hier los? Da schon wieder. Ah. Was war das? Oh. Aha. Kannst du gab's da hinten ein Radio? Ist das vorhin richtig gesehen in der Ecke? Oder? Das heißt nicht, dass du das Radio ausmachen sollst. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass da ein Radio ist, ne? Nicht, dass du Radio ausmachen sollst oder so. Das ist wie mit Fernsehen bei dir. Okay, jetzt. Was war da? Was ist da? Da ist jemand. Aha, okay. Ich nehme mal das. Ich höre es zum Hallöchen. Verdammt. Oh. Ich umklammer gerade mein Mikrofon, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen lauter zu hören. Alter, was ist denn da los? Was ist denn? Teile deine Beute mit mir. Ist der in den Lüftungsschacht weggeflogen? Oh, Mann. Aber das Geile ist eigentlich, dass es überhaupt Lüftungsschächte gibt. Das halte ich mal für ein großes Gerücht. The box wasn't here before. Oh Gott. It's locked. It would be interesting to know what's inside. Ja, mach kaputt das Ding, Junge. Würde mich überhaupt nicht interessieren. Ich wäre auch gar nicht mehr an diesem Ort, ganz ehrlich. Ich würde schon längst sagen so, ja, danke, tschüss. Was? Alter, ihr wird doch schon wieder rumhechelt. Kannst du, man kann... Hallo? Unangenehm. There were spare light bulbs in the box. Okay, jetzt brauchen wir die Lämpchens. Wo mal die Lampen, ihr Schlampen. Ja, die sind aber nicht da. Die sind da hinten, ne? Ja, ja. Ich wollte bloß mal kurz Blick ins Bad werfen. Mach das nicht. Einfach direkte Wege laufen. Direkt, ne? Direkte Wege. Nicht hier Abkürzungen und so. Oh. Kann ich jetzt hier? Ne, wahrscheinlich kannst du nur die Lampen nehmen, die vorhin auch da oben, die, genau. Na bitte, das sieht sehr gut. Viel einladender aus hier. Oh Gott, Alter, oh Gott, oh Gott. Wer macht hier Pipi?
Ihr sollt bitte auf Toilette gehen. Hier wird nicht in die Ecken gepinkelt. Nein, vielleicht... Ja? Was? Vielleicht müssen wir ja auch Richtung Klo. Das Radio ist wieder an. Lass das Radio bitte an. Richtung Klo, meinst du? Das hört sich doch so an, oder? Dass hier irgendwas tropft. Da ist auch wieder Hasi links, oder? War da nicht Hasi? Nee, links. Ja. Das ist Hasi, ja. Nee, der hat was anderes. Nee, ist Harlekin. Harlekin, ah. So, mach da mal aus, sie. Na, sag mal. Da tröpfelt's von oben. What is this box? Ja. Nein. Ich geh mal schon mal dezent zurück. Oh. Yeah. Ach, wie schön, wie schön, wie schön. Harlekin in real life, oder was? Ja, es ist sein. Okay. Okay. Oh! Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Super. So, müssten wir eigentlich mal hier so ein Glas mit Baldrian-Tropfen ja an den Start bringen hier irgendwie, damit ich... das ist ja fürchterlich. Na, sag mal, Benni, du hast gesagt, das ist ja nicht so schlimm. Komm, das ist ganz... Du weißt doch, wie MEK Games ist. Du kennst doch die anderen... Öle! Das war Hasi. Hasi! Der Hasi ist von A nach B gerannt. Und da ist jemand drin, oder was? Wer? Wo? Oh Gott. Oh Gott. Alter, der ist so. Oh! Sag mal, Keuchatem. Ja? Also, wie gesagt, Emika hat's einfach drauf. Emika hat's einfach drauf. Okay, Hasi möchte nicht, dass wir ihn verfolgen. Ist dahinter was? Hinter dem Schrank? Okay. Oh, da ist ja wirklich was. Eines Tages kam ein Mädchen mit einem nackten Stofftier ins Lager. Sie ging überall mit ihm hin und schlief sogar mit ihm. Die Jungs fingen an, sich darüber zu ärgern, dass sie als kleines Mädchen mit ihrem Lieblingshasen kam, und machten sich über sie lustig. Sogar die Direktorin bat darum, den Hasen im Schrank zu verstecken, damit es keine Unstimmigkeiten unter den Mitschülern geben würde. Das Mädchen hörte auf sie und legte den Hasen in den Spind. Und in der kommenden Nacht erwachte der Hase zum Leben. Er war beleidigt von seiner Herrin und denen, die sie verspotteten. Er würgte nachts alle. Ja, also, ich wusste, wir hatten ja mal so spaßeshalber mit Hasi ein bisschen Spaß gehabt irgendwie in Locked Up. Dass Hasi aber doch so elementar wird für Emika Games, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, ich auch. Ist ein schön tollpatscher Hase irgendwie. Könnte man ein bisschen leiser sehen hier. Gott, was hat er denn jetzt hier umgeschmissen? Ist alles Schränke. Okay. Ich hab nicht gerafft, was gerade war. Ich auch nicht. Außer der Effekt halt, der gekommen ist. Ist es? Nee. Das wird's ja nicht sein, ne? Das ist ja kein ist Hasi. Das ist nicht Hasi. Das ist ja nicht Hasi. Ein paar Tabletten hier, schön. Ja, das ist natürlich in so einem Camp für Kinder. Ja, ne? Hm, weiß ich nicht. Was? Wie? Wo? Mann. Aha. Die Tür ist wieder zu. Ich sag mal, ist mir ein bisschen unwohl. Hier, jetzt. Vielleicht doch nochmal in dem anderen Raum hier links rein? Nee, in dem nicht, sondern gegenüber? Weil da haben wir jetzt ja gerade irgendwas nicht gesehen. Oh, da ist ein Schlüssel, guck mal. Key. With this key, I can open the box. Okay. Aber hier? Aus dem Jahr 1950. Ein lauter Skandal in einem Waisenhaus für Waisenkinder.
Die Krankenschwester verhöhnten die Bewohner grausam. Einer der Angestellten erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen die Gehorsamspflicht. Es wird beschlossen, die Einrichtung zu schließen. Wir erinnern daran, dass das Heim 1944 eröffnet wurde und dass dort Kinder lebten, die während des Krieges ohne Eltern geblieben sind. Oh Mann. So. Ja, jetzt haben wir den Schlüssel für die Box. Denn, passiert doch gar nichts. Ist doch, da wurde zwar eine Tür gerade geschlossen. Egal. Egal. So, bevor wir das anfassen, ist mir gerade eingefallen, irgendwie, wie man unser Englisch betiteln könnte. Wir sprechen perfektes Lothar Matthäus Englisch. Jawohl! Lothar Matthäus. Dear Diary, today is the annual opening day of my camp. I have been preparing for this for 3 years, so that this summer will be special for me. During these days I will bring up real people. Ich hab nichts erdrückt. Okay, wir sind in der Nacht von 58. Wir haben eine Taschenlampe. After a thunderstorm, there is no light in the building. Okay, alles klar, dann nehmen wir mal diese wunderbar alte Taschenlampe. Können wir uns ja noch ein Bild angucken. The doctors make the wrong diagnosis for Ivan. He needs a heart transplantation. Only this will help him. I no longer have the strength to fight with the doctors who decided not to contact them again. I will heal my son myself, no matter what it takes. So, das ist ja, die Krähen sind relativ laut, dann könnte das schon mal erklären, irgendwie, wenn die von den Krähen gestresst ist. Ah, guck mal hier. Aber es sieht übrigens ordentlich aus. Das ist ordentlich, ne? Hier ist Zucht und Ordnung jetzt angesagt. Ja. Aber ich denke mal, die Krähen, wenn sie so genervt haben, irgendwie, dass sie irgendwann die Krähen getötet hat. Oh, guck mal, wie schön das hier alles aussehen kann. Naja, schön ist relativ, sieht immer alles schrecklich und scheiße aus. Und scheint, oh, gib mal hier ein bisschen Rosmarin. Okay, Children and Caregivers were to sleep. Also die Kinder und die Erzieher sind am Schlafen und sie möchte diese nicht stören. Was ist hier gerade kaputt gegangen? Eine Lampe oder irgendwas? Oder ist ein Vogel hier reingeflogen? Oh, was ist denn hier? What an asshole. Eine Spieluhr? Das ist der Schlüssel in der Spieluhr. Key to the safe. Also das war ja für irgendein... Haben wir bei ihrem Schreibtisch noch was vorne? Guck mal, da ist ein Safe. Guck mal, da ist ein... Och, praktisch. Jakov Parasite stole the second gas cylinder. What? Bitte was? I need to spray sleeping gas so that all the children can be transferred to the hospital for surgery and then return back. Also sie was? Oh nein, sie will es für ihren eigenen Sohn. Deswegen... Oh Gott! Okay, we work together with Alexei Sergeyevich. Sergeyevich. Sergeyevich.
in an orphanage. Then I acted carelessly and received a complaint. The director had to close the shelter. I was suspended from the medical work. Now I will not make such a mistake, because only he knows about our agreement. I must continue to find people for him to collect the kidneys, and Alex will help to perform a heart transplant operation for Ivan. According to all indicators from the medical record, Yakov is an idol donor. I set up an accident and no one will look for him. Na, das ist ja total Show. Das ist ja richtig Show. Ja. Yeah. Oh God, a special boy, Yakov, came to the camp. He has no parents or relatives. He became my favorite because he is so similar to my son Ivan. I really want to see him. Yakov is a good boy, although he does not speak, but he understands everything and does everything I ask. In the afternoon, I had to meet with Alexei at the shelter where we used to work. He ordered us to fulfill our agreement tonight. This day has come. Yakov will help me with this. Before going to bed, children always invent horror stories while the counselors put them to bed. This can distract them. So, na dann. Wollen wir doch mal. Willst du da wirklich jetzt in. Ich will hier überhaupt ja nichts machen. Das Spiel sagt mir jetzt, was ich jetzt hier machen muss. Ja, you need to put the gas under. Oh nein, du fängst jetzt an, das Gas da einzuführen. Shit. Das ist wirklich abstrakt, Alter. Das oh fuck. Da ist auch nochmal so ein Ding. Du bist selbst quasi betäubt. Ding, Mann! Okay. Okay, da hat uns, glaube ich, unser Partner ein bisschen drin gelegt, ne? Würde ich sagen. Okay. Ich höre doch wieder eine Katze. Ich höre irgendwie. It's locked. There is someone behind it. Oh nein. Ja, so viel dazu. You were told to cross out. Cross out to get out of here. Leave this place alone. Muss man jetzt nicht, Bin ich dafür. There are empty pages left in Maria's diary. You can use them to answer. I hear him. Ja, keine Ahnung. Okay, also okay. Wir müssen das Diary aufnehmen, was du gerade auf dem Dings hattest, im Schrank. Und müssen dem anscheinend einen Zettel schreiben. Nimm mal den Stift der noch mit. Oder? Oder auch nicht. Ja, macht alles automatisch. I know what happened here. Let me help you. Tell me who you are. Why are you? Gott. Das erinnert mich ja jetzt ein bisschen so an Phasmophobia. So von wegen, wir sprechen jetzt mit dem Geist oder was? Oder Supernatural? Oder Ghostfaces? Ghostfaces. Hat er uns jetzt darauf geantwortet? Oder einen neuen Zettel runter? Er wird uns jetzt, glaube ich, gleich antworten. Aha. Hallo? Nein, bitte nicht. Oh. Hase, 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 Hase. Should try writing the letter again. Okay. Yes, Dan, it's me. I read the people who will kill her. Did you do that? Tell me, and then I can help you. Tatsächlich bin ich erstaunt, dass wir den Geist noch nicht gesehen haben. Bei Vollmond. Oh, das war. Oh, da endlich die Antwort. I was accused, but I didn't do it. Get out of here.
So, ich um meine große Fresse. Ich um meine große Fresse. Fucking Geister. Hm. Was? Das war jetzt blöd. Was haben wir jetzt gerade übersehen? Keine Ahnung. Ich bin vielleicht auch gar nicht so traurig drüber, dass wir es nicht gesehen haben. So, wahrscheinlich die Entwickler haben sich total ein abgewichst irgendwie, um diesen Jumpscare einzubauen, so irgendwie. Und dann, oh, hallo. Hallo, ich guck nach unten. Ich genau. Schau mir das nicht länger an. Okay, der Kadaver ist auf jeden Fall auch weg. Ja. So. Wow. Zack, ja, wir sind ordentlich. Die Box muss zugemacht werden. So, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden. Für was haben wir eigentlich den Schlüssel gefunden? Der da wir hatten den Schlüssel für den Safe gefunden vorhin gehabt. Aber welchen meinst du denn jetzt? Okay, wir schreiben nochmal einen Brief. Achso, wir schreiben. Okay. Is your name Yakov? Have you been living here alone for many years? Mach hier nicht so eine Fummel. Kind. Na? Okay. Die haben bestimmt einen Heidenspaß gehabt, diese Soundkulisse aufzunehmen. So, komm nochmal an die Rand hier. Renn nochmal weg. Klopf mal hier, mach mal da. Mhm, toll. Nope. Keine Antwort. Doch, oh, doch. Und? Was schätzt du? Ist es Yakov? Ja. Yes. Oh, here I can communicate with my friends. We are guard this place because it's our home. A lot of people came here just to break our things, but my friends helped me to drive away strangers. I'm afraid that someone will see me and tell me that I live here and those people will come for me. Okay. Oh, Hase. Hase. Was machst du denn so, hier, Hase? So, wie viele Briefe müssen wir denn jetzt hier bitte schreiben? Who are your friends? Well, your friends. Why are they here too? Meinst du, dass die Freunde nicht die anderen Kinder sind? Nee, das wird, oder das Spielzeug? Nee, das wird die Aufseherin sein, die hier ebenfalls noch mit... Meinst du? Naja. Dupdidu. Hasi ist weg, Hasi ist weg. Na, ist ja toll, dass Hasi jetzt weg ist. Hasi ist weg. Das ist ein Saufspiel draus machen. Wo ist Hasi? Finde Hasi. The spirits of this plague, those who were tortured her here, they remained locked up here. That they that day in the evening after lights out, someone came. Probably it was a person with whom the doctor spoke. He didn't find me. I think that because of this this poisoned all the residents and the director. Oh! Okay. Okay. Ist das wirklich eine Brieffreundschaft, die wir hier führen? this was planned by the director of the camp. What are you talking about? What kind of person? What are you talking to? Ah, fuck. Ich wollte noch hingucken, Scheibe. Ich hab's dir, los. Ich will gucken. Okay. Da war keiner. Wieder mal keiner da. War bestimmt Hasi. Wo ist Hasi überhaupt? Ja, Hasi ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will, wo Hasi ist. Lol. It's all her. I saw our director talking to someone in an old hospital near the camp. They agreed that they would do their work at night. Then I realized that I was connected with us, but I couldn't warn everyone. I didn't see who else was there, because I was scared and hide. In the morning, I went into the building and found no one. A safe was also not there. I thought
that the man and his assistants had taken everyone away and hidden the bodies in the building. I had to stay here and live in the ventilation, only sometimes go to the rooms. Alter. Super. Na, schreiben wir ihm nochmal ein Briefchen? Schreiben wir ihm. Oh, so, okay. Ich jetzt. Keine Ahnung. So aus, jetzt hier gerade die Kritzel, ey. Ja, süße. Ach ja, wir machen nicht nichts. Nix Briefchen. My building. Abandoned. Can I get there? Ach du Scheiße. Sind wir noch im Krankenhaus jetzt oder was? Ah, ich hoffe nicht. Aber möglich ist es. Swap. Dass wir da nochmal hin müssen. Da kam der nächste Brief. Nicht. Die Spiegeluhr ist an. Sehr toll. Jakob doesn't answer anymore. It's time to go to the abandoned hospital. Need to tear the boards at the front door. Nein. Yay, Hospital. Hospital. Hurra. Okay. Nacht Nummer 3. So. Okay. Jakob sagt, wir können ja einen Beweis finden. Und wo zur Hölle sind wir? Eine die Kamera. Die und wir haben natürlich unser russisch-englisch Dictionary. Sag mal nochmal. Ich würde sagen, ich lasse die Kamera. Ach du Scheiße. Ach du Schande. I just came here. I need to find proof. Okay, wir müssen irgendeinen Beweis finden. Für den Organhandel. Ach du Scheiße, Alter. Guck dir das mal an, Benny. Oh nein! Gott. Ja, wunderbar, wunderbar. Ach, ich hab mir ein ganz blödes Gefühl. Ein ganz blödes Gefühl. Ich fühle mich sicher. Du fühlst. Ja, okay. Nicht. Hallo? Hallo? Da rechts ist die Tür, die hast du noch nicht gecheckt. Oh Gott. Tja. Ja. So, wir haben. Weg wieder. Hallo? Kann ich da. Achso, warte mal, kann ich hier drunter durchkrauchen? Wie? Wo? War wie? Warten. Wo waren was? Ich hab keine Ahnung, alleine das Geräusch hat. Ich hab Gänsehaut. Oh Gott. Ja. Was knistert denn da so? Kann man über die Fenster irgendwas machen? Nee, auch nicht. Mann! Alter! Was ist denn, was geht denn hier ab? Wo hat denn jetzt hier gerade geklopft? Ich glaube hinter den Liegen. Für mich also, kommt jetzt so, hört sich jetzt so ein Fenster an irgendwie. Ja, da muss ich jetzt natürlich sagen, also wie gesagt, die Soundkulisse ist natürlich eine ganz große Stärke hier in dem Spiel. Aber tatsächlich hat sie sich gerade als schwächer erwiesen, weil du halt die ganze Zeit... Okay. Der Wallbauer war hier. Oh, eine Zeitung. 1946, after the war, dozens of children end up in shelters after losing their parents. An offered change for the maintenance and upbringing of orphans work under the leadership of military. Meine Güte, wird das laut. Ja, also irgendwas ist um uns rum gerade. Aber übersetzt erstmal zu Ende. Ja, 1946, nach dem Krieg, sehr viele Kinder sind hier gelandet in Shelters. In Bunkern. Okay, im Bunker, die ihre Eltern verloren haben. Die Waisenkinder arbeiten hier, Hausmeister arbeiten und keine Ahnung, was gemacht. Meine Güte. Und haben eben halt unter dem Militär gearbeitet. Ich glaube, Shelters ist auch nicht wirklich Bunker, ist Quatsch, weil ich erzähle, ich glaube, so ist so Schutzraum oder irgendwas, eher so Schutz, also Shelter heißt eigentlich Schutz. Ey, guck mal, was jetzt hier um uns rum scheppert hier irgendwie, die Tür ist offen. The door is open. It's not a good sign, I think, aber we have to, ach, guck mal, hier ist ein Schrank einfach hingebaut worden, ist okay.
Ja, das da war der schwedische Möbelhersteller. Sehr schnell hier. Hallo! Guten Tag. Sturm- und Revierkontrolle. Das sieht ja hier aus wie zerschossenes Dorf. Was? Das, ja, das geht gar nicht. Hallo? Ah. Oh Gott. Hey, Sweetie, na, du bist ja eine hübsche Puppe. Oh, hier haben wir noch mal eine Zeitung. Ja, wunderbar, wunderbar. Mhm. Ich guck mal ganz kurz hier noch den Rest im Raum an und dann checken wir den Newspaper. Hier haben wir wieder zerrielt und verrammelt. Der Arzt des Waisenhauses wurde wegen illegalen Organhandels für 6 Jahre inhaftiert. Er stellte in betrügerischer Absicht falsche Diagnosen und führte Operationen zur Entfernung der Niere durch. Der Direktor wusste nichts davon, aber er konnte sein Amt nicht weiter ausüben. Das Waisenhaus wurde geschlossen, das Gebäude wurde verlassen. So, okay. The door leads to another corridor. I have to hang a grinder with me in my backpack. I can cut all the canes and find where the evidence is hidden. Alles klar, wir müssen kurz an unsere Tasche. Okay, Alter, okay, aber ich muss doch nicht unbedingt an meine Tasche. Setz mich einfach mal hier hin und... Kinder. Mann. Die Tür ist zu. Guck mal. Können wir jetzt... Ich geh an den Sack. The place won't let me go. I have to finish what I'm started. Schön. Hier gibt es jetzt auch keine Tür mehr. Das ist auch gar kein Problem. So, dann holen wir den Engelgrinder. Hallo, Freunde. Ich werde ja wohl nochmal meinen Winkelschleifer hier aus der Tasche nehmen können, ohne dass hier irgendjemand am Fenster rumspinnt. Gut, Spinne. So, okay, jetzt flexig. Nein, wo ist denn die Tür hin, Alter? Ja, da. Das ist eine andere Tür. Die flext einfach weg, ist okay. Aber schön, Akku. Eine Akkuflex hat was Geiles, Junge. Hör mal. Lass mal schön hier kommen. Irgendwie, ihr könnt wetten, naja, ist der Akku alle von dem Ding. So. Muss die Batterien wechseln. 18 Volt. So, hier haben wir noch ein paar schöne Dosen. Ein bisschen was zu naschen. Da ist noch was zu lesen, liegt hier rum. Wunderbar, wunderbar. Wir gucken mal erstmal nochmal kurz. Ja, das hat hier schon leicht einen Fallout-Charakter irgendwie. Ich fühle mich gleich etwas an Fallout 3 erinnert. Ich möchte sofort. Nein, jetzt bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ah, so. I know what I'm doing is wrong, but I have no choice. I have to save my son Ivan. Save. Meine Fresse. I was lucky that Alexei Sergeyevich agreed to help. I mustn't let him down. No one should know about our affairs. Genau. Sehr gut. So, okay. Flexen wir mal weiter. Oh nein. So, aber mit Schutzbrille ist klar, ne? Safety first, Freunde. So, was ist hier los? Was? Piep, piep. Oh. Na? Na? Also ich finde halt schon wirklich... Ach, schön, ein paar Instrumente hier. Ja, ja. Ach, das ist der OP hier. Der Operationssaal, genau. Wunderschön. Toll, toll, toll. Wunderschön. Den werden wir jetzt mal so erkunden. Ja, genau. Jetzt hätte ich aber geschrien, hätte auf jeden Fall irgendwas vor mir gestanden. Oh, Alter, was ist denn das hier für eine fürchterliche Scheiße hier? Ach, ey. Da was war das? Noch was zum Lesen irgendwie. Meinst du? Hier vorne. Oh, ja, okay. Na, hey, irgendwas schnippelt hier irgendwie nach. Oh, guck, weiß ich nicht. An der Decke ist da irgendwas oder wie oder wo oder was? Den nehme ich. An der Decke meinst du? Oh. Was war das? Das bin ich, der hier ins Waschbecken pinkelt. Oh Gott. Einfach laufen lassen. So, ja. Benni, ich würde sagen, du kannst doch gleich übersetzen. Okay, ich hatte nicht genug Zeit, um ihn zu retten, danke. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht passieren. This is not my Vanchenka? Was ist denn Vanchenka? Vanieschka. Vielleicht ein Name oder irgendwas. Okay, ich rette ihn. Gerettet. I need to find a donor urgently. Also sie muss unbedingt eine Spende finden. Spender. Spender. Diese Geräuschkulisse. Ja, ne? Nettes Knacken von Rippenbögen oder irgendwas soll simulieren, oder? Ja.
Keine Ahnung. Oh. Knurz, Knarz. So, okay, jetzt haben wir. Also, die. Was für ein Quatsch, wozu brauchen wir einen. Einen Bolzenschneider, wenn wir eine Flex haben? Ja, falls der Akku leer geht, ne? Hast du schon richtig vielleicht gedacht? Ach, hör mal, Junge, ist. Kick mal. 18 Volt, hält ewig. Ja. Nein. Ja, the battery of the angle grinder has run out. Ja, wer hätte gedacht, das ist doch nur 14 Volt gewesen. Was ist hier los? Ob schon wieder so eine Puppe. Mach mal lieber beide Türen auf. Ist mir nicht. Wodka. Diese Geräusch. Ja, das ist schon wirklich. Das ist schon nicht so schön. So, hier hätten wir nochmal einen Zettel. Gleich neben dem Blunt hier. Guck mal, in den Schrank können wir nicht ran. Und hier ist Stuhlpakete drin oder irgendwas. Vielleicht werden da Organe drin transportiert. Oh, nochmal hier. Nee, kann man nicht. Nee. So. Benni muss in diesem Let's Play sehr viel übersetzen. Ich merke schon. Und, Ja. Oh ja. Oh ja. Die Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich es bis morgen früh schaffen werde. Denn die heutige Schicht macht mir zu schaffen. Ich möchte von hier weglaufen. Aber dann werde ich nicht bezahlt. Ich höre Stimmen, als ob ich nicht allein wäre. Ich dachte, ich hätte eine Frau gesehen. Eher ihre Silhouette oder ihren Schatten. Sie ist in den Schrank gegangen. Ich habe Angst, ihr zu folgen und den Schrank zu bewegen. Ich will nicht nachsehen, ob es wahr ist. Oder vielleicht ist es nur meine Fantasie, die sich nach einem Glas Wodka noch verstärkt hat. Auf dem Schrank liegen einige Produkte aus Federn und Spinnweben. Ich habe sie noch nie irgendwo gesehen. Sie sehen schrecklich aus. Und es riecht nach toten Dingen von dort. Okay, ich trinke noch ein Glas und gehe bis zum Morgen ins Bett. So, dann drehen wir uns mal um zum Schrank. Ah! Nein! Okay, let's do it! Make open! Open! Okay. Gut, dann ist passiert. Das Spiel stresst mich auf eine ganz komische Art und Weise. Genau diese Art und Weise meine ich. Mich nicht, ich hab das total locker weggesteckt gerade. Okay. Oh. Okay. Oh, das war schon. I want to cry in my pillow. So, dann machen wir auf die Hütte und let's take the proof, the evidence of this crime. Also man muss ja auch dazu sagen, die ganzen Notizen sind ja teilweise von Mary, ne, von der Mutti und teilweise von Angestellten, die wir da so finden. Das genau. Sind die Notizen, ne? Ach, jetzt. Ach, und da ist auch wieder zugemacht worden. Schön. Ganz schau. Ganz tolle Wurst. Ach, und schön. Oh, okay, jetzt war die Püppi. Muss mal ganz kurz eine Sekunde. Oh, ihr Schweine von dem Mika, ihr Schweine! Oh, also die machen ihren Job echt fucking gut irgendwie, aber es ist... Okay. Oh, Pelik, weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe, ey. Oh. Das ist wirklich, ich kipp hier einfach tot vom Stuhl. Also man muss ja wirklich sagen, Emika, ne, es ist, jetzt ist die Tür einfach wieder offen. Die Games werden immer schlimmer. Ja. Die da raushauen, also ist ja. Ich dachte, Find Yourself ist schon, oh. Aber das. Ja. Aber das ist heftig. So, lass uns da erstmal kurz zum Beruhigen was lesen. Ja, wunderbar. Leider zu wenig. Later, also ein Jahr später. Nach den Vorkommnissen 1950. Das Gebäude was reclassified as a hospital. Okay, das Gebäude wurde eben halt als Hospital umgebaut. But the budget cuts, also das Budget wurde dann gestoppt. It stopped working again und es wurde alles gestoppt. Super, und es hat dann nie wieder. So funktioniert, wie es funktionieren sollte. Na super. So, okay. Müssen wir uns jetzt. Können wir noch was lesen, was ganz lange ist, damit wir uns hier nicht so wegbewegen? So, ich. Was für ein Dittchen hier. Ja, die verfolgt uns auch schon das ganze Spiel über. Hallo! Ja, fehlt nur noch Hasi, weißt du? Hasi, ja. Ach, Hasi war ja schon. Hasi hat mir schon im Kindergarten ja recht. Oh, fuck, ist natürlich alles wieder zu.
Und jetzt sind wir. Ja, hier hinten können wir jetzt natürlich durchgehen. Oh nein, oh nein. Oh, guck mal, das Kreuz ist auch umgedreht. Ach, wie wunderschön. Das ist doch toll. Ist das der Schrank, wo wir hin müssen? Ja, ich denke, das wird der schreckliche Schrank sein. So, dann lass uns mal gucken, was in dem Schrank ist. Ja. Katzi! Oder hinterm Schrank, je nachdem. Aha, okay. So, wenn mich hier hinter jetzt ein Mannequin erwarten. Da ist aber was los. Da ist was los. Oh je. Jetzt ernsthaft, da ist es doch. Nee, oder? Oh, ich will nicht rennen. Das ist. Ha! Ach du Scheiße. Okay, wie konnte ihr Körper nicht verwesen nach all den Jahren? So, hier haben wir nochmal was zu lesen. Okay. Und können wir hier unten was nehmen? Oh ja. Was ist das? Hier sind die Dokumente von 1958. Alexei Sergejewitsch, über den Maria sprach, antwortete ihr, dass er sich nicht mehr daran beteiligen würde und weigerte sich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Worum ging es dann in dem Fall? Und mit wem hat sie gesprochen, als Jakob sie gesehen hat? Das ist noch etwas anderes. Das Dokument der Sterbeurkunde, das ist ihr Sohn Ivan. Er starb im Herbst 1950. Offenbar hat sie es nicht ausgehalten und ist verrückt geworden. Sie wollte ihn so sehr retten, dass sie den Bezug zur Realität verlor. Die arme Frau. So, wir haben den Beweis genommen und ich denke, schrecklich, das wird gleich passieren. Oh, hier haben wir noch das Todes... Da ist es... Genau. Den Totenschein. Das Game ist so laut gerade. Ist übel, oder? Let the one who find me feel the pain of mother who lost her child. Okay, jeder, der mich findet, wird den Schmerz einer Mutter spüren, die ihr Kind verloren hat. Nicht beschwört, sondern sie verflucht jeden, der ihr nicht hilft. Und I'm not just going to leave. Sie wird hier das Ganze nicht verlassen. I'll be back. Okay, das brauchen wir nicht übersetzen. Okay, dann werden wir sie mal runterholen, wa? Nee, die ist ja schon weg. Die ist ja beim die ersten ist Dokument. Schon runter. Ist ja wunderbar. Und die Tür ist auch weg. Und alles ist natürlich weg. Das ist ja großartig. Wunderbar, schön. Es ist ein wunderbares Zimmer des Todes hier. Schön. Oh, warte mal, hier ist ein Messer. Können wir das Messer nehmen? Ja, wir können das Messer nehmen. Oh Gott. I take a knife. Was soll denn das für ein komisches Messer sein? Need to get out of here as soon as possible. Okay, warum haben wir jetzt das Messer und warum hängt sie jetzt wieder da? Weil wir so runterschneiden müssen wahrscheinlich. Habe ich fast Angst. Irgendwie müssen wir ihr da helfen. Stand da nicht gerade irgendwas von wegen Get Out? Die Tür ist nämlich wieder da. Ja, Get Out as soon as possible. Aber hat sie nicht gesagt, sie verflucht jeden, der ihr nicht hilft? Ist mir scheißegal. Okay. Na gut. Gut. Bitte. Ah! Ich hab doch hier gesagt, war fuck der Scheiße, wir müssen ihr helfen. Verdammte Axt, ey. Dann ist alles wieder zu jetzt hier. Mann! Okay, hier ist auf jeden Fall. Wir können hier rauskommen, komm, weg. Raus. Es war ja nur wirklich sehr unangenehm gerade. Okay. Oh, Alter, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas, weil er die. 3 weeks later. Okay, 3 Wochen später. Nein. Alter, 3 Wochen später, ich würde doch nie wieder zurück in diese Bumsbude gehen hier. Ist der lebensmüde? Muck ist schön. Ist auch schön entspannt, ne? Wir sind wieder zurück. In diesem Gruselkindergarten. Sind wieder bereit, uns erschrecken zu lassen. Oh nee, unser Brieffreund ist wieder da. Oh.
Hallo, Yakov. No longer need to be afraid. Naja, gut. Kannst du auch übersetzen. Das muss ich nicht vorlesen. Sehr Quatsch. Hallo, Yakov. Brauchst keine Angst mehr haben. Wir haben die Evidence gefunden. Also hier, die Beweise. Dass nicht du das verursacht hast. I've taken care of everything. Ich habe mich darum gekümmert. I didn't tell anyone. Oh. Okay, I'm glad that investigation turned out to be interesting and unique. Okay, er ist begeistert darüber, dass die Überwachung oder die Nachforschung... Die Ermittlung, danke. Sehr interessant und einzigartig waren. Er managed to solve the mystery. Er hat das Geheimnis gelöst von 1958 und hat Yakov geholfen, endlich seinen Frieden zu finden. Du kannst darüber lesen in meinem Blog, but we need to move on, aber wir müssen weitermachen. I'm going to another place with the terrible Schieß mich tot und so weiter. Ja. Wir haben es geschafft. Und guck mal, was das für ein Nest da vorne ist. Ja. What is it? Na? From day to day. From day to day. So, from day to day, das ist auch ein Ding, das wird auch noch kommen. Als kleines Schmankerl dafür. Ich weiß nicht, vielleicht ploppt jetzt was auf, vielleicht auch nicht, je nachdem, wann was kommt. Ich weiß nicht. Ja, hey Benny, wir haben es geschafft. Wir haben Summer 58 geschafft. Das war ganz schön übel. Alter. War ganz schön übel, der Scheiß. Aber Mann. Wirklich. Also Emeka hat es wieder mal geschafft, uns komplett nass zu machen. Aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nass zu machen. Und hat sich auch bei jedem Game gesteigert. Also angefangen mit dem ersten. Ich finde auch schön, dass sie die Trilogie eben halt wirklich aufgeschlüsselt haben jetzt am Anfang des Games. Verzahnen jetzt alle so miteinander, ne? Das ist natürlich ganz geil. Das macht es echt geil. Dann wird es ja jetzt hier der vierte Part sein. Und wir haben ja angefangen mit Locked Up, dann Find Yourself. Jetzt Summer of 58 und what? Okay, gehen wir jetzt etwa... Nee, alles klar. Okay. Es sah gerade wirklich so aus, als wenn wir jetzt wirklich in die Demo von From Day to Day übergehen. A few days later. What? Jetzt kommt. Nein. Alter! Wo sind wir? What the fuck? Wo sind wir? Was? Aber unsere Kamera haben sie uns hier lassen. Da geht... die Batterie ist tot. Ja, schade. Ich musste auf die Person warten, die dieses Haus gekauft hat. Aber nach seiner Ankunft, ein paar Tage später, ging etwas schief. Dieser Ort ist nicht mehr harmlos. Ich bin hier gefangen. Ich glaube nicht, dass eine Frau aus einer russischen Herberge sich an mich hängen und mir folgen könnte. Gibt es in diesem Haus ein Pendel für Leute wie sie? Was, wenn andere Geister mir gefolgt sind? Vielleicht ist das der Grund, warum ich in diesen Häusern niemanden gefunden habe. Wie durch ein Wunder habe ich es geschafft, aus diesem verlassenen Waisenhaus zu entkommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt freigelassen werde. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen und den Kerl warnen, dass es gefährlich ist, hier zu bleiben. Na dann machen wir das dann. Nehmen wir hier die Kette mit und... Klar, wir kommen ja auch so geil raus. Aus dem... Ja, doch, hier. Okay, hier haben wir eine Treppe. Okay. Schischkebab, Alter... So, hier haben wir noch, was ist das hier? Schön, jetzt ein Totem. Das lassen wir mal stehen. Das ist unser Montagsglückstotem. Mhm. Sind wir eventuell in diesem Haus hier eingesperrt, eingemauert? Naja, er hat ja gesagt, er kann hier nicht raus. Also, ja, wird er hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingesperrt sein. Ach, hey, Alter. Ja, na, klar. Ist aber meine Ecke, wo du stehst. Josh. Nein. Nein. Ah, okay. Mhm. Okay, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie so ein weiß ich nicht, sechster Finger irgendwie. Das. What? To be continued. Alter. Okay, also scheinbar sollte das irgendwie die Brücke schlagen zu dem neuen Teil From Day to Day von Emeka, der noch kommen soll. Ja, fuck, Alter. Also, das war ganz schön krasses Spiel. Summer of 58
war wirklich, 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 ich kann ja nicht betonen, wie oft wirklich heftig. Also die Jumpscares sind wirklich krass. Es hat natürlich ein, zwei kleine Längen gehabt, so gerade mit diesem Zettelschreiben mit den People, da dachte ich so, schreibt doch alle mal auf einen Zettel, dann erspart man sich das, wisst ihr? Aber, oh, krass. Die Jumpscares sind wirklich heftig. Chapeau, Emika. Alter. Chapeau, ihr habt es einfach auf Tasche irgendwie und egal, was da kommen wird, ich werde es spielen mit dem Benny zusammen irgendwie und wir werden es natürlich auch auf den Kanal bringen. Und wenn euch das so gefallen hat wie uns, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und kommt einfach zum nächsten Projekt wieder vorbei, wenn es heißt Benny und Steve vs. Evil. Und bis dahin, ihr Lieben, zeigt, dass ihr da wart, hinterlasst Spuren und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, ciao. Tschüss.